Bei mir im Studio jetzt Werner Gruber. Herr Gruber, hallo. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben an diesem Samstag. Weihnachtsshopping ist nichts für Sie. Tun Sie es, weil Sie sagen, da stecken Sie sich eher an, als wie wenn Sie zu uns ins Studio kommen? Oder wie ist der bei Ihnen dazu? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Weihnachtsgeschenke alle schon. Ich bin jemand, der schon im Sommer anfängt, über Weihnachten nachzudenken. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, seit Ende September ist de facto alles erledigt und der Lebkuchen wird dann nur ein paar Wochen von Nikolaus gekauft und auch selber gemacht. Shoppen ist es nicht notwendig, aber ja, nein, der Grund ist der, ich halte es für sinnvolle Meinungen kundzutun, die vielleicht so auch nicht immer so gesagt werden. Genau deswegen haben wir Sie ja auch eingeladen. Dritter Lockdown kommt jetzt ab dem 26. Dezember. 24., 25. dürfen wir noch mehr oder weniger fröhlich mit zumindest 10 Personen feiern. Was halten Sie von der Maßnahme des dritten Lockdowns genau an diesem Datum, dem 26. Dezember? Also ich halte es. Also ob jetzt der 26. oder wo man sagt, es geht am 24. los, weil, das muss man sagen, Lockdown heißt einmal prinzipiell, die Wirtschaft steht still. Das ist die primäre Geschichte. Und wie sie die Leute privat treffen, habe ich jetzt auch schon nicht verbieten können. Das habe ich im Ansa-Lockdown, hat es die Regierung gesagt, ihr dürft euch nicht treffen, was dann vom VfGH gekippt worden ist. Im Zwarer-Lockdown hat es eh geheißen, ja, du kannst dich sowieso treffen. Und jetzt muss man auch dazu sagen, also 10 Personen aus 10 verschiedenen Haushalten, das musste er mal zusammenbringen. Also da musste ich bemühen. Diese Geschichten, wer sie jetzt wann, wo wir jetzt Weihnachten trifft, ganz ehrlich, da brauchst du eigentlich schon eine Computer-App. Da brauchst du jetzt eine App zu sagen, in welchem Verwandtschaftsverhältnis stehen Sie zu der und der Person, die ist in welchen Haushalten. Ja, Herr Gruber, Sie mögen ja knifflige Aufgaben. Ich glaube, das ist genau Ihres in dem Fall. Da muss ich ehrlich sagen. Also, nein. Diese ganzen Geschichten, 24., 25., 26. Dezember, das sind die Sachen, wo ich sage, es kann ja nicht kontrolliert werden. Es kann jetzt nicht die Polizei kommen. Ja, sie darf sie vor dem Haus theoretisch aufstellen und schauen, wann kommt wer rein und raus. Aber ins Haus selber darf sie so gesehen noch nicht hinein. Deswegen, damit ist das für mich jetzt einmal nicht das Thema. Für mich sind jetzt andere Fragen wichtig, wo man sagt, okay, wir haben jetzt diesen Lockdown. Von der wirtschaftlichen Situation ist ein eigenes Thema, aber was ist dann danach und was ist mit diesen Massentestungen? Und das sind jetzt genau die Fragen, wo man jetzt sagt, jetzt haben wir so eine knifflige Situation, dass ich sage, es ist weder Fisch noch Fleisch. Ich kann mich freitesten, wann das Ganze, es muss an diesem einen besagten Wochenende gibt es einen Massentest für ganz Österreich, wo ich sage, ich möchte auch betonen, ich bin für Testen. Also ohne Diskussion. Und auch von diesen Massentests. Das ist wirklich ein Problem, was jetzt für mich steht, ist das, was machen Personen, die immun sind. Wir haben 300.000 Personen in Österreich, die sind immun. Wie ich hergefahren bin, noch mit jemandem telefoniert. Und der hat gesagt, er wollte Massentesten gehen, wurde abgelehnt, weil er ja schon Covid hatte. So, jetzt habe ich 300.000 Leute, die sagen, ich kann nicht zum Kaffee ausgehen, weil ich nicht einmal zum Test zugelassen bin. Ob das tatsächlich juristisch schon stimmt, weiß ich nicht. Das war jetzt nur vom Hörensagen. Glaube aber der Person. Das ist einmal die erste Frage. Die zweite Frage, die ich jetzt als Unternehmer habe, wir vom Planetarium werden dann wieder aufmachen können. Und jeder Kunde muss das nachweisen. Ich gehe davon aus, da wird es irgendwo einen Zettel geben. Ich gehe nicht davon aus, dass es einen Zettel mit einem QR-Code gibt, wo wir dann mit einer App das gegenchecken, weil Computertechnik ist in der aktuellen Zeit mit dieser Regierung, ich sage nur Kaufhaus Österreich. Das war jetzt ein zynischer Seitenschlag. So würde man es normalerweise machen, wenn man es gut vorbereitet, aber es wird jemand mit einem Zettel kommen. Jetzt ist das Nächste. Ich traue mir zu wetten, also ich werde es nicht machen können, weil dazu kennen mich zu viele Leute. Aber jetzt wird es Leute geben, die sagen, du, ich mag nicht Massentesten gehen, gib mir schnell deinen Zettel, ich kopiere mir und der taucht mit einer Kopie auf. Wo habe ich jetzt das Zertifikat und vor allem, wer ist jetzt dann verantwortlich? Der mit dem falschen Zettel, ich als Unternehmer, weil ich das nicht ausreichend geprüft habe. Nächste Frage, was ist mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Müssen die auch geprüft sein? Weil wenn ich von meinen Kunden das verlange, dann müssen es eigentlich ich, also auch meine Mitarbeiter, müssen dann auch massengetestet werden. Und jetzt kommt aber die Geschichte, was ist, wenn der das nicht schafft, weil der keinen Termin kriegt, weil es sich nicht ausgeht? Dann kann ich jetzt nicht sagen, du darfst nicht für mich arbeiten und welche arbeitsrechtlichen Konsequenzen das hat, wissen wir alle noch nicht. Und also ganz ehrlich, das sind jetzt wahnsinnig viele. Und dann kommt noch eins dazu, man sagt, ja, das muss mindestens binnen 7 Tagen gemacht worden sein.
Jetzt wissen wir alle, dass 7 Tage für so ein Testergebnis, man sagt realistisch, du bist für die nächsten 3-4 Stunden nicht ansteckend. Das ist so die Größenordnung, wo man sagt, so schnell kann sich die Viruslast nicht erhöhen, dass man jemanden anstecken kann. Jetzt sagen wir mal 2-3 Tage, wenn man ein durchschnittlicher Mensch, der vernünftig ist. Gut, am sinnvollsten wäre es im Moment, wo man sagt, okay, wir gehen in 2 Wochen, wird jeder Österreicher, jede Österreicherin 3-mal getestet. Das wäre das, was die Flex vom Herrn Nehammer tatsächlich bedeuten würde, dass man im ganz großen Stil sagt, jetzt schauen wir, dass wir alle wirklich flächendeckend durchtesten, dann ist auch die Geschichte, der dann schon ansteckend ist, aber der Test noch nicht anspricht, kriege ich damit auch einen Griff. Das wären durchaus sinnvolle Geschichten gewesen. Also das heißt mit einem Wort, Sie finden diese Massentestung, diese Freitestung am 18. Jänner komplett für die Würst, nein, wenn ich es direkt ausdrücke. Ja und nein. Jeden, den ich herausfinde, der Corona hat, finde ich super. Also deswegen, ich bin jetzt nicht prinzipiell gegen einen Massentest. Ich finde es nur feige, es nicht korrekt zu machen. Wenn man es korrekt macht, heißt es, ich muss binnen 2 Wochen 3-mal jeden Österreicher dorthin bringen. Wenn ich so überzeugt bin, dass diese Massentests so viel bringen, dann bitte genau diese Maßnahme und von mir aus sogar brutal gesagt als verpflichtend das zu machen. Das bedeutet Mut, das heißt dann Rückgrat beweisen. Für das, dass man im Sommer geschlafen hat, muss man dann auch Verantwortung übernehmen. Und zum Thema der Verantwortung, wenn jemand Chef ist, als Chef übernimmst du persönliche Verantwortung und persönliche Haftung. Und das betrifft ja jetzt explizit den Herrn Kurz. Was macht er schon wieder mit den Skilifte? Ja, das sollen die Bundesländer entscheiden. Entweder ich bin Chef, dann habe ich Verantwortung zu tragen und auch die Konsequenzen zu tragen. Oder ich sage dann gleich, wisst ihr was, macht euch das alle, wie ihr wollt. Übrigens bin ich schon gespannt, ob wir in Wien, ob bei uns in Wien die Skilifte gesperrt werden. Wir haben einen. Wo haben wir den? Jetzt müssen Sie mir helfen. Die Jesuitenwiese. Ah, okay. Das ist so ein ganz kleiner Babylift für die Kleinen. Ist ein Skilift. Ich bin schon gespannt, ob man dort einen Ski fahren kann. Da kannst du es auch aufgehen. Aber nein, jetzt ein bisschen weg vom Ding. Nein, ich bin prinzipiell für diese Massentests, bin ich tatsächlich. Aber Herr Gruber, gestatten Sie mir eine Frage. Ja. Sie sind ja jetzt nicht der einzige Physiker, vielleicht der bekannteste Physiker im ganzen Land, aber Sie sind nicht der einzige Physiker. Es gibt ja mehr Experten, es gibt ja mehr Menschen aus dem Bereich der Naturwissenschaften, die nicht nur wissen, wie sich zum Beispiel so ein Virus verbreitet aus dem Bereich der Medizin. Und es gibt auch sehr viele Experten, die mit der Regierung gemeinsam diese Konzepte erarbeiten. Warum fällt niemandem außer Ihnen aus, dass es... Moment, stopp, da muss man jetzt aufpassen. Ich glaube, gestern hier am Abend ist der Herr Nowotny gesessen. Richtig. Und was hat der gesagt? Massentests. Und der hat aber auch gesagt, nicht nur einen. Ja. 2, 3, 4. Vorsicht, alle Experten sagen, bitte testen, testen, testen. Da rede ich jetzt nicht nur von der Pamela Rendi-Wagner, die das auch schon mehrmals sagt. Ja. Nur mit einem einmaligen Massentest werde ich nichts erreichen. Ich müsste in die Fläche gehen, also in dem Fall eher in die Zeit, dass ich 2, 3, 4 Mal hintereinander arbeite. Und jetzt kommt ein Konzept, lasst uns so gut wie möglich testen, wird Ihnen jeder Experte sagen. Also ich kenne jetzt keinen, der dagegen spricht. Und auch ich bin nicht gegen den Massentest. Ja. Ich halte es für sinnvoll. Ich halte nur die Geschichte. Ich kann mich freitesten, nicht für besonders geschickt. Mhm. Da halte ich es jetzt mit dem Stadtrat Hacker. Der hat zum Thema Grippeimpfstoff, und ich glaube, der ist ziemlich genau da gesessen, wurde gefragt, wie ist es mit dem Grippeimpfen? Hätten wir da nicht gleich direkt die Leute dazu zwingen sollen? Ja. Und im Prinzip ist es jetzt eine Nötigung, wenn ich hergehe und sage, du kannst dich freitesten. Das ist eine halberte Nötigung. Und der Hacker hat etwas gesagt, ich bin an sich ein sehr, sehr starker Befürworter des Impfens. Ich sage ganz ehrlich, Sie werden Interviews finden, wo ich für einen Impfzwang war. Der Herr Stadtrat Hacker hat mich wirklich eines Besseren belehrt. Und der ist da gesessen und hat gesagt, schaut her, die Österreicher sind einmal die, die als erstes nörgeln, insbesondere die Wiener. Und bei der Grippeimpfung haben sie mir gesagt, nö, sicher nicht und so weiter. Dann sind einmal die ersten Impfen gegangen und dann haben wir gesehen, das funktioniert und ist super perfekt organisiert. Und jetzt haben wir so wenig Impfstoff, dass wir eigentlich keinen mehr in Wien haben. Und ich glaube, wenn ich Vertrauen habe in die jeweilige Regierung, und da sage ich jetzt Stadtregierung zum Thema Grippeimpfen, das hat tadellos funktioniert. Wenn ich Vertrauen aufbaue und so sage, Kinder, bitte geht's, dann braucht es auch kein großes Anreizsystem, weil das ist eine Frage der Vernunft.
Und wenn ich jetzt hergehe und sage, wisst ihr was, wir hätten jetzt diesen Lockdown, wo man sagt, okay, den haben wir, und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht prinzipiell dagegen, weil wir haben dramatische Situationen, brauchen wir auch nicht darüber diskutieren. Aber jetzt wäre zum Beispiel die Frage, wollen wir den Lockdown jetzt nur von mir aus eine Woche länger machen, also in dieser Freitestphase, und schon vielleicht ein paar Tage früher mit dieser Testphase anfangen, und im Lockdown fährst du 2 oder 3 Mal im Abstand von 3, 4 Tagen fährst du zu einem dieser Massentests. Das wäre eine Maßnahme, die ist sinnvoll. Sie hat vielleicht den Nachteil, dass sie durchaus etwas dramatischer, aufwendiger und ist. Das halte ich durchaus für sinnvoll. Ich bin bitte nicht gegen die Massentests. Ich halte es für sinnvoll. Nur die Konsequenzen, die ich jetzt mit der Situation des Freitestens habe, wo ich sage, da werden noch Juristen in 5 Jahren Dissertationen drüber schreiben, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Es sind jetzt hunderte Juristen, denken über dieses Wochenende nach. Ich habe gestern am Abend mit meinem Chef ein SMS ausgetauscht, und dem Motto, ich freue mich schon am Montag um 8.30 Uhr in der Früh auf die Besprechung, die wir jeden Tag haben, krisenbedingt. Und da haben wir hunderte Fragen, die wir hoffentlich über das Wochenende, damit wir am 17. 18. juristisch eine saubere Lösung zusammenbringen. Und das sehe ich in dieser Regierung nicht, dass man zwar sagt, den Willen, ja, wir wollen eh was tun, aber wenn es darum geht, harte, klare Konsequenzen zu machen, die auch juristisch sauber sind, das sehe ich im Moment leider überhaupt nicht, und das ist mein Problem. Und darf ich es jetzt auch so zusammenfassen, dass Sie empfinden, dass die Regierung zu wenig auf Experten hört und zu sehr politische Entscheidungen trifft, die auch an Kosten hängen, eben Stichwort Massentests, die, so wie Sie gesagt haben, wenn sie wirklich sinnvoll sein sollten, alle 2, 3 Tage eigentlich passieren sollten, in einem längeren Zeitraum? Ich glaube, Sie sprechen den wunden Punkt an. Die Experten haben sehr klare Meinungen, und wenn man immer sagt, ja, da gibt es unterschiedliche Meinungen, das Gros sagt, testen, 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 und wir müssen, und die Situation ist ernst. Es ist tatsächlich eine politische Entscheidung. Warum darf am 24. Dezember jetzt die Skilifte aufmachen? Und wir wissen alle, es ist nicht die Skiabfahrt, die ich runterfahre, es ist das Anstellen. Das ist eine politische Entscheidung, und vor allem jetzt auch die Feigheit, nicht persönlich verantwortlich zu sein. Der Platter in Tirol muss das entscheiden. Der Kaiser in Kärnten muss das entscheiden. Das sind jetzt genau die Dinge, wenn ich überzeugt bin, dass wir ein Problem haben, dann treffe ich die Entscheidung und sage, so Freunde, es tut mir leid, liebe Skilobby, nein, es ist zugesperrt. Tut mir leid, weil sie haben genauso alle Theater zugesperrt, und die Theater haben genauso gute Sicherheitskonzepte wie die Tiroler. Aber das ist hat jetzt die Elisabeth Köstinger gerade bei der Pressekonferenz gesagt, eben im Punkto Skifahren, warum zum Beispiel haben die Schulen zu, aber warum darf man Skifahren gehen? Hat sie gesagt, na, Skifahren ist ja ein Sport, der dient ja auch der körperlichen Erholung, insofern ist es ja auch ein bisschen ein anderes Thema. Gut, können Sie das Argument nachvollziehen? Sagen wir mal so, ich kann es nachvollziehen, weil ich kenne Personen, die sagen, ich betreibe wahnsinnig gern Sport. Ich gehöre jetzt nicht dazu, aber ich bin halt jemand, der gerne Bücher liest. Und ich bin jemand, der gerne mein Wissen steigert. Und das sagt jetzt, wenn die Frau Köstinger sagt, ja, Sport ist wichtiger als Schule, ist das eigentlich eine sehr starke Ansage. Und genau das bedeutet diese Ansage zu sagen, ja, das eine dient der körperlichen Ertüchtigung und das andere ist nur Lernen, ist überspitzt formuliert. Also die Frau Köstinger hat das natürlich nicht so gesagt für unsere Zuschauer. Sie hat nicht gesagt, dass das ihre Interpretation jetzt, dass Schule weniger wichtig ist. Sie hat gesagt, das eine ist sportliche Ertüchtigung. Genau, es dient der körperlichen Erholung, ist ja auch sehr wichtig und im Lockdown vor allen Dingen natürlich auch erlaubt, dass man sich körperlich betätigt. Ja, es war da war nicht schlecht, wenn zum Beispiel Bibliotheken offen haben. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler würden das brauchen für ihre Arbeit. Das wird nämlich bei dem Ganzen auch noch unterschätzt. Und das ist jetzt Zynismus pur, und das sollte dem eigentlich sparen. Die Waffengeschäfte haben offen gehabt, die Buchhandlungen nicht. Satz mir nicht besser. So kann es nicht sein. Nur einmal, ich finde das super. Und wenn einer sagt, ich will Skifahren, kein Problem. Da ist der Berg, fahr unten zum Parkplatz und geh auf. Kannst mir. Mein Stellvertreter ist ein begeisterter Bergsportler, der macht es. Der schnallt sich die Ski auf, geht am Vormittag auf, tut eine Kleinigkeit jasna und dann fährt er runter. Das kannst du eh machen. Das kannst du jetzt schon machen. Die Pisten sind super präpariert. Aber zu sagen, und jetzt bitte darf man es auch nicht vergessen. Ich bin jetzt nicht der, der besonders oft im Skibereich unterwegs war. Ich kenne aber einige Damen und Herren, der Kollege Oberhummer, mit dem ich jahrelang die Ehre hatte, auf der Bühne zu sein. Der kommt aus einer Tourismusfamilie. Sein Bruder hat ein großes Hotel. Und da hat mir der Heinz schon so einige Geschichten erzählt. Die Leute wollen Skifahren und das Après-Ski. Dann schauen wir uns an, ob das wirklich
touristentechnisch so viel bringt, aufzusperren für ein paar Leute dann um 16 Uhr sperren so die Lifte, die dann um 17 Uhr irgendwo vielleicht noch Kleinigkeit im Hotel essen gehen können und sie dann um 20 Uhr niederlegen. Oder hier um 21 Uhr im Fernsehen dann Chab Westenthaler anschaut. Ich bei Ihren Ausführungen was Böses dabei denkt, wenn Sie sagen, irgendwo in einem kleinen Kellerstübchen wird es dann vielleicht auch was geben. Es mutet manchmal ein bisschen an wie in Zeiten der Prohibition, was wir momentan erleben. Nein, wir werden, und ich würde es nicht sagen, ich bin hin und wieder durchaus auch unterwegs in astronomischen Belangen quer durch Österreich, und das ist schon, ich würde es nicht irgendwelche Gemeinden nennen und so weiter, aber es ist dann schon erstaunlich, was bei freiwilligen Feuerwehren an Übungen angesetzt werden, wo man sagt, naja, wir müssen üben, was durchaus einen Sinn hat, und dann muss man auch das Übungsergebnis besprechen, und dann sind wir genau dort, wo es nicht sein solltest. Ich würde mich auch gerne mitleiden. Ich habe tatsächlich vorgestern in der ganzen Woche einen einzigen Termin außerhalb meiner Wohnung gehabt, und das war in einem Theater, um was aufzunehmen für ein Rabenhof-Theater, für einen Adventkalender, und das war das erste Mal, dass ich wieder Leute seit einer Woche gesehen habe. Ich nehme es ernst, es gibt halt Personen, die so sagen, das geht halt im Moment nicht. Das ist halt manchmal natürlich auch, wenn viele Lockdowns waren, jetzt sind wir schon im dritten, kommt es natürlich dazu. Abgesehen hat es nicht einmal geheißen, dass es den dritten garantiert nicht geben wird. Vom zweiten der Entenfarm rede ich jetzt gar nicht mehr. Experten kündigen heute schon auf OE24.at den vierten Lockdown an, der auch sicher kommen wird, wie die Experten auf OE24.at sagen. Also ich glaube, wenn eines fix ist, dann, dass wir im Moment nichts fix wissen. Ich glaube, so kann man es am besten zusammenfassen. Wenn jetzt die Regierung vernünftig ist, würde sie sagen, Kinder, wir machen jetzt massive Einschränkungen, die bis zur Impfung. Wir müssen realistisch rechnen. Im März wird dann weite Teile der Bevölkerung werden davon durchgeimpft, was ich für eine sehr, sehr sinnvolle Maßnahme halten wird. Das wird das Vernünftigste sein. Und wir werden, bis wir eine Durchimpfungsrate von 60-70% haben, werden wir auf demselben Niveau spielen. Es wird sich nichts ändern.